Ja, in diesem Video zeige ich dir 10 geniale Tools mit künstlicher Intelligenz, die ich selber nutze. Manche davon nutze ich täglich, andere weniger häufig, aber jedes dieser KI-Tools hat definitiv seine Berechtigung. Die meisten dieser Tools nutze ich ja in meinem Online-Business, aber es gibt auch einige Tools, die ich durchaus auch privat nutze. Alles das möchte ich dir in diesem Video vorstellen. Ich starte gleich los und werde dir alle diese Tools präsentieren und jedes der Tools kurz vorstellen, was es kann, wie viel es kostet, wofür man es benötigt. Ich möchte aber darauf verweisen, dass ich auch einen Blogbeitrag auf meiner Website der www.frohweb-leitinger.com veröffentlicht habe, wo ich viele dieser Tools eben vorstelle und auch verlinke. Ich werde dir diesen Blogbeitrag unter dem Video verlinken und natürlich auch Testberichte zu einzelnen Tools etc. und die einzelnen Tools direkt verlinke ich dir ebenfalls unter dem Video. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, hier gibt es immer wieder Tipps und Tricks rund um künstliche Intelligenz, aber auch Traffic-Aufbau, SEO, Webdesign, WordPress, Online-Business und vieles mehr. Also ein Abo lohnt sich definitiv. Ja, das erste Tool, das ich dir vorstellen möchte, ist ziemlich genial. Das heißt Try It On AI. Und was ist Try It On AI? Try It On AI ist ein KI Fotograf, würde ich mal sagen. Du kannst da einfach ein paar Bilder von dir hochladen, sozusagen, also ganz normale Bilder, die du entweder mit dem Smartphone gemacht hast oder ich habe da, also wo ich das erste Mal genutzt habe, ich habe da auch einfach nur Screenshots aus meinen YouTube-Videos und so weiter hochgeladen und dann dauert das ein bisschen und dann erstellt diese KI für dich professionelle Bilder von dir. Professionell ist natürlich relativ, aber einfach ganz interessante Bilder von dir, die wirklich auch nach dir aussehen oder viele davon sehen nach dir aus. Also ich glaube, du bekommst 100 Bilder zurück. Und als ich das schnell getestet habe, ich habe mir einfach schnell 10 dämliche Bilder von mir da hochgeladen. Und als ich das getestet habe, von diesen 100 Bildern waren zumindest dann 12, 13 Bilder wirklich ganz gut. Also dann oft so im Anzug und so weiter. Und ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich möchte nur mal kurz zeigen, hier auf meinem YouTube-Kanal, ich habe das zum Spaß eingebaut. Das sind 2 Bilder von mir. Einmal hier dieses Bild am Banner. Und dann hier dieses Bild. Sieht nach mir aus, aber keines dieser 2 Bilder zeigt eigentlich mich, sondern das sind eigentlich beides Bilder, die ich mit Try It On AI gemacht habe. Wie viel kostet Try It On AI? $17 muss man zahlen, also circa 15 Euro. Und du musst halt 10 bis 20 Bilder hochladen. Ich denke, wenn du 20 Bilder von dir hochlädst, dann ist das Ergebnis besser. Ich habe einfach nur 10 so ganz, ein paar Screenshots gemacht und das hochgeladen, weil ich es testen wollte. Und da bekommst du dann eben, wie gesagt, 100 Bilder. Es gibt sogar noch einen Rabattcode von mir mit Robert10, kannst du noch mal 10% sparen, wenn dich das interessiert. Link zu Try It On AI findest du unter dem Video. Ja, das zweite Tool, das mache ich jetzt ganz kurz. Ich denke, das nutzt eigentlich eh schon jeder und zwar ChatGPT. Das ist natürlich ein Tool, das ich sehr oft nutze. Ich nutze es in der Plus-Version, denn in der Plus-Version hast du eben GPT-4 und vor allem, du hast die Plugins. Ich habe da schon ein Video zu ChatGPT Plus gemacht und ich habe auch schon ein Plugin mal vorgestellt. Du kannst dir da mit diesen Plugins, kann man eben die Funktionalität von ChatGPT erweitern. Ich habe bereits ein Video produziert, wo ich eine Infografik innerhalb, also in weniger als einer Minute erstelle mit ChatGPT. Und die Daten für diese Infografik wurden mir auch noch von ChatGPT live recherchiert sozusagen und dann eben diese Infografik erstellt. Gibt es ganz viele Einsatzgebiete, für die du eben diese Plugins nutzen kannst. ChatGPT in der Plus-Version, ich verlinke dir einfach meinen Testbericht, da findest du auch alles Wissenswerte. Kostet so um die 20 US-Dollar pro Monat, lohnt sich meiner Meinung nach aber definitiv. Ja, und bleiben wir gleich ein bisschen bei diesem Thema. Das nächste Tool, das ist tatsächlich ein Tool, das nutze ich täglich, mehrmals täglich. Das ist Voila, Voila AI. Das ist eine Browser-Erweiterung, die kannst du mit einem Shortcode starten. Also zum Beispiel so, jetzt habe ich den Shortcode getippt und jetzt habe ich die Browser-Erweiterung gestartet. In Voila kannst du je nachdem, welche Version du nutzt, ist halt eine kostenpflichtige Browser-Erweiterung, aber du kannst sie kostenlos testen. Link dazu unter dem Video. Ich habe auch einen Rabattcode, wo du 20% bekommst. Aber je nachdem, wenn du jetzt den höherpreisigen Plan nutzt, kannst du definitiv, also kannst du dezidiert auch GPT-4 auswählen. Also auch das, die Version, die in ChatGPT Plus ist. In Voila hast du natürlich nicht die Plugins, aber was du hast in Voila ist eben GPT-4. Und auch Internetzugriff, also Web Access und GPT-4 und Voila kann auch den Inhalt lesen der geöffneten Seite, also Use Current Page as Content.
Genau, und dann als Kontext, nicht Content. Genau, und dann kannst du Voila eben nutzen, ähnlich wie ChatGPT. Du kannst damit ja einfach eine Konversation führen, aber du kannst es eben auch nutzen, um dir Webseiten zusammenfassen zu lassen und eben kannst GPT-4 nutzen und den Webzugriff. Warum ist Voila so genial und warum nutze ich Voila tatsächlich häufiger als ChatGPT, selbst als ChatGPT Plus? Der Grund, warum es so genial ist, ist, dass du Voila eben ja überall im Browser nutzen kannst. Es ist eine browserbasierte Anwendung. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel ja in meinem Buchhaltungstool oder in meinem Finanztool irgendwie ein Angebot schreibe für einen neuen Kunden in meiner Firma, dann kann ich Voila direkt nutzen, um mir das Angebot erstellen zu lassen. Wenn ich für mein YouTube-Video, für dieses Video jetzt eine Beschreibung verfasse, dann kann ich Voila als Assistent nutzen. Und ja, wenn ich jetzt eine Website habe mit viel Content und ich möchte mir da nur was zusammenfassen und ich möchte die wichtigsten Dinge mir rausfiltern lassen, dann kann ich mir von Voila mit einem Klick eine Zusammenfassung schreiben lassen. Ich kann Texte übersetzen und so weiter. Also wie gesagt, das Geniale im Vergleich zu ChatGPT. ChatGPT hast du halt immer in einem anderen Fenster, musst du halt manchmal mit Copy und Paste arbeiten. Und Voila hast du halt immer genau da, wo du gerade arbeitest. Wenn ich in WordPress einen Blogbeitrag schreibe, kann ich mich von Voila assistieren lassen. Ich kann die Rechtschreibung mit einem Klick überprüfen lassen. Das Geniale ist auch, du kannst in Voila einen Text markieren, dann rechte Maustaste und dann hast du hier im Menü Send to Voila, Improve, Fix Grammar, Summarize, Translate. Ich klicke da drauf, klicke auf Translate und dann kann er mir das übersetzen. Da müsste ich halt als Sprache German zum Beispiel einstellen. Jetzt habe ich German eingestellt. Und wenn ich das jetzt markiere und dann nochmal hier auf Translate klicke, dann übersetzt er mir das in Deutsch. Ich möchte da jetzt aber nicht noch weiter drauf eingehen, denn zu Voila habe ich bereits einen Testbericht gemacht, inklusive Video. Möchte aber dazu sagen, als ich dieses Video aufgenommen habe, da gab es die Funktion des Webzugriffs noch nicht und so weiter. Ja, also kannst du dir ansehen. Du findest dort auch meinen Rabattcode. Du kannst Voila ab 8 US-Dollar monatlich nutzen. Mit Rabattcode minus 20% wird es eben nochmals deutlich günstiger. So, das nächste Tool, das ich vorstellen möchte, und das halte ich jetzt auch extrem kurz, das ist ArtSmart AI. ArtSmart AI ist ein ziemlich genialer KI-Bildgenerator. Falls du dich noch an das Anfangsbild des Videos erinnern kannst, das habe ich zum Beispiel mit ArtSmart erstellt, aber ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein Referenzbild ist. Das habe ich jetzt nur mit einem Versuch gemacht. Das ist eben ein KI-Bildgenerator, mit dem du nicht nur KI-Bilder, also Bilder mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellen kannst, sondern du kannst auch KI-Bildbearbeitung durchführen. Du kannst jetzt zum Beispiel, hast In-Painting und Out-Painting-Funktionen. Das heißt, du kannst etwas markieren und dann ja diesen Teil eben verändern, oder du kannst ein Bild erweitern oder mit einem Klick den Hintergrund freistellen und. Und das kannst du nicht nur mit diesen KI-generierten Bildern, die du in ArtSmart erstellst, sondern diese KI-Bildbearbeitung, die funktioniert auch bei Bildern, die du hochlädst. Also ich kann auch ein Bild von mir hochladen und das dann mit ArtSmart AI bearbeiten. Es ist auch ein Upscaler dabei. Also ein Tool, das ziemlich genial ist. Diese KI-Bilder, wie gesagt, ich nutze die auch ja in meinem Blog immer wieder, um mir einzigartige Bilder zu generieren. Der Vorteil zu Stockbildern ist eben auch, dass diese Bilder halt einzigartig sind. Die hat halt kein anderer. Die sind halt wirklich individuell und auch schnell erstellt. Und du kannst die eben auch nutzen. Aber alle Details, wie gesagt, findest du in meinem ArtSmart-Testbericht. Den verlinke ich dir unter dem Video. Da zeige ich auch Bilder, die ich generiert habe mit ArtSmart. Also zum Beispiel diese Dame hier. Das sieht schon, da ist eben dieser Hyper-Realistic-Mode. Diese Dame, die sieht einfach auch verdammt realistisch aus. Oder hier ein Bild von einem relativ bekannten Rockmusiker, den ich meiner Jugend gerne gehört habe. Wer ihn erkennt, bitte gerne einen Kommentar schreiben unter dem Video. Ja, also Link zu ArtSmart, zum Testbericht, alles in der Videobeschreibung. Ja, eines meiner Lieblings-KI-Tools, also es ist jetzt kein reines KI-Tool, aber das ist Neuron Writer. Neuron Writer ist eigentlich ein Content-SEO-Tool. Und viele, die meinen Kanal schon länger abonniert haben, die haben wahrscheinlich von mir schon ja einiges zu Neuron Writer gehört, denn ich promote dieses Tool aktiv immer wieder, da ich selber so begeistert bin und dieses Tool verwende ich natürlich auch, um einiges an Traffic aufzubauen. Was macht Neuron Writer, wenn du jetzt zu einem gewissen Keyword gefunden werden möchtest? Kannst du dieses Keyword bei Neuron Writer eingeben und Neuron Writer analysiert die rankende Konkurrenz
und zeige dir dann, was eben wichtig ist, was du in deinen Content reinbringen solltest oder wie du deinen Content gestalten solltest, damit dein Content besser wird als der der rankenden Konkurrenz. Du wirst eben dabei unterstützt durch diesen genialen Editor von Neuron Writer, wo du eben alle Phrasen etc. Ja drinnen hast, die in deinem Content auch vorkommen sollten, und zusätzlich integriert sind auch AI-Templates, also ein KI-Textgenerator und mittlerweile sogar diese Advanced AI-Templates, mit dem du dir innerhalb von kürzester Zeit einen Content erstellen kannst, der aber auch einiges dieser Phrasen abdeckt, die wichtig sind, und so kannst du einfach hochwertigen Content deutlich schneller produzieren. Ich möchte an der Stelle auch gleich sagen, dass du natürlich nicht 100% KI-Content generieren solltest, aber das ist oft schon mal eine gute Grundlage, auf der du dann aufbauen kannst und wo du dann einfach deinen Content auch schneller produzieren kannst. Einen Testbericht zu Neuron Writer habe ich natürlich gemacht, inklusive Video, verlinke ich dir unter diesem Video. Und das Geniale bei Neuron Writer ist auch, dass es hier einen Lifetime-Deal gibt. Du kannst dieses Tool wirklich sehr, sehr günstig kaufen, einmal bezahlen, für immer nutzen. Und für alle, die eben ja Traffic aufbauen möchten, organischen Traffic, Sichtbarkeit bei Google, ist das in meinen Augen ein absolutes Pflichttool. Also Neuron Writer musst du eigentlich schon fast nutzen, außer du nutzt das teure Surfer SEO, das in meinen Augen jetzt aber nicht besser ist als Neuron Writer. Kostet nur eben 5 oder 10 Mal so viel, aber Neuron Writer ist da definitiv auf einer Stufe mit Surfer SEO. Sehr geniales Tool, wie gesagt, Testbericht unter dem Video verlinkt und auch der direkte Link zu Neuron Writer. Ja, das nächste KI-Tool, das ich dir vorstellen möchte, ist Hagen. Hagen ist ein Video-KI-Tool, also ein KI-Avatar, eine KI-Avatar-Software. Du kannst damit Videos machen, wo ein Text-to-Speech-Funktionalität kombiniert wird mit sprechenden, menschlich aussehenden Video-Avataren. Das heißt, du kannst da was eingeben, Text eingeben, auch auf Deutsch eingeben, und dann wird das von einem Video-Avatar, also von jemand, der aussieht wie ein Mensch, vorgesprochen. Da gibt es ja verschiedenste Tools, das bekannteste ist sicherlich Synthesia, aber das Geniale an Hagen ist, dass du auch einfach einen Avatar von dir selber machen kannst und das in Hagen so einfach ist wie in kaum einem anderen Tool. Vor allem, wenn du dann die Funktion Talking Photo nutzt, eine sehr, sehr geniale Funktion, also da kannst du ein Foto von dir hochladen und das wird dann animiert, dass du dann sprichst, und du kannst das dann eben kombinieren mit Text-to-Speech, aber auch mit Voice-Cloning, also deine eigene Stimme klonen, oder du kannst das auch kombinieren, indem du deine eigene Stimme einsprichst oder hochlädst, also eine MP3-File. Und dann wird das kombiniert mit der Lippensynchronisation, und das ist richtig, richtig genial. Und ich habe da mal einen Vergleich gemacht auf meiner Webseite zum Nachlesen, verlinke ich dir unter dem Video, die besten KI-Video-Avatar-Software-Tools. Und da ist es so, dass Hagen tatsächlich das günstigste im Vergleich ist, zumindest für diese Funktionalität, wo du wirklich dich selber klonst sozusagen. Also sehr geniales Tool, Video folgt oder habe ich schon bereits produziert, ich weiß aber nicht, welches Video ich es zuerst veröffentlichen werde. Also Testbericht zu Hagen habe ich bereits veröffentlicht, inklusive Video, das wird in Kürze kommen, verlinke ich dir alles unter dem Video. Ja, das nächste Tool, das ich immer wieder mal nutze, das ist Cuttab. Cuttab ist ein KI-Textgenerator, ein sehr, sehr unbekannter, aber ein ziemlich genialer. Cuttab kann nämlich im Vergleich zu vielen anderen KI-Textgeneratoren direkt auf das Internet zugreifen und so eben auch aktuelle Informationen abrufen. Es ist ein Longform-Template integriert, mit dem du einen 2000-Wörter-Blogbeitrag dir schreiben lassen kannst mit aktuellen Informationen. Es ist auch ein KI-Chat integriert, ebenfalls mit Internetzugriff und so weiter. Also sehr, sehr viele geniale Funktionen. Und das Beste vom Preislichen her, Cuttab ist viel, viel günstiger als andere KI-Textgeneratoren wie zum Beispiel Jasper oder auch günstiger wie Neuroflash. Ein Tool, nicht zu verwechseln mit Neuron Writer. Neuroflash ist ein anderes Tool, ein deutscher KI-Textgenerator, den ich jetzt auch dann gleich nochmal vorstellen werde. Aber Cuttab ist da echt so ein Underdog, eine Empfehlung. Und wie gesagt, wenn du Content Producer bist, solltest du dir das mal ansehen. Link zu Cuttab, wie gesagt, unter dem Video. Das nächste Tool, das ich dir vorstellen möchte, ist auch extrem genial. Das ist weniger für einen Business Case, das ist eher für einen Hobby-Einsatz. Ich fotografiere auch sehr gerne und Fotografie ist ein Hobby von mir. Und ich möchte dir vorstellen Lumina Neo. Lumina Neo ist eine, ich würde mal sagen, Alternative zu Adobe Lightroom. Das ist ein
ein vollwertiges Bildbearbeitungsprogramm, muss man eigentlich sagen, mit dem du RAW-Dateien entwickeln und bearbeiten kannst, aber auch JPEG und BMG-Dateien etc. Und das Geniale an Skylum Lumina Neo ist, dass eben dieses Tool ja vollgestopft ist mit richtig, richtig guten KI-Funktionen. Einiges wird hier auch schon direkt auf der Webseite demonstriert, also wo du innerhalb von kürzester Zeit hier einiges verbessern kannst. Du kannst zum Beispiel auch den Himmel mit einem Klick freistellen. Du kannst aber auch Personen mit einem Klick freistellen. Aber ich meine jetzt nicht nur den Himmel freistellen, sondern du kannst auch einen anderen Himmel einfügen. Du musst jetzt, brauchst jetzt nicht selber ein Himmelbild, sondern es sind einige andere Himmel zum Beispiel integriert. Und dann wird auch die Stimmung des neuen Himmels direkt auf den Vordergrund des Bildes etc. übernommen. Oder auch dieses Relight AI, wo du Vordergrund und Hintergrund unabhängig voneinander belichten kannst. Personen kannst du extrem gut bearbeiten, also Portrait AI, Haut weicher machen, ohne dass du jetzt irgendwie das Gesicht über Masken auswählen musst, sondern die KI kann mit einem oder kann in kürzester Zeit erkennen, was wirklich das Gesicht ist und kann dann wirklich das Gesicht gezielt angepasst werden oder auch ganze Körper. Du kannst Personen schlanker machen, fülliger machen, die Zähne aufhellen, die Lippen verbessern, die Augenbrauen verbessern, also nicht nur im Porträtbereich, sondern auch Landschaftsbilder. Es ist wirklich vollwertig, es ist auch eine Ebenenfunktion integriert. Also wenn du mit Fotografie da mehr zu tun hast oder das vielleicht ein Hobby ist von dir, kannst du es natürlich auch im Business Case anwenden. Wie gesagt, Ebenenfunktionalität ist ebenfalls dabei, also wirklich ganz, ganz viele Einsatzgebiete. Ich habe zu Lumina Neo, das Geniale ist, du kannst Lumina Neo auch als Lifetime-Deal kaufen, also einmal bezahlen, für immer nutzen. Den Deal verlinke ich dir unter dem Video und mit dem Rabattcode ROBERT10 bekommst du noch zusätzlich 10% Rabatt. Lumina Neo ist ein Tool. Ich habe da die Vorgängerversionen ebenfalls schon genutzt von Lumina, aber Lumina Neo ist richtig, richtig genial. Ja, und von der KI-Bildbearbeitung von Lumina Neo kommen wir jetzt wieder zu einem Videotool mit künstlicher Intelligenz und das ist Oxolo. Oxolo ist ein bisschen ähnlich wie das Tool Heygen, das ich vorhin schon vorgestellt habe, mit dem Unterschied, dass du bei Oxolo keinen Avatar von dir selber erstellen kannst, sondern es ist eben auch eine Videosoftware, mit dem du Videos mit sprechenden, menschlich aussehenden Avataren erzeugen kannst. Allerdings hat Oxolo im Gegensatz zu Heygen den Vorteil, dass du einfach zum Beispiel eine URL eingeben kannst, zum Beispiel von einem Produkt von Amazon oder auch nur von einem Blogpost von dir und du kannst dir dann sozusagen mit der KI schon ein Video vorproduzieren lassen. Das heißt, das Tool scannt den Content der Seite, die du eingegeben hast und der sprechende Avatar, also dann wird der Content schon erstellt mit mehreren Szenen und dieser Avatar spricht dann diese Szenen und Hintergrundbilder werden schon automatisch ausgeschnitten und so weiter. Also richtig, richtig geniales Tool. Also wie gesagt, du kannst bei Oxolo leider keinen sprechenden Avatar von dir selbst erstellen, aber die integrierten Avatare sind ziemlich gut und auch die Text-to-Speech-Funktionalität ist extrem gut und natürlich, wie gesagt, das herausstehende Feature ist eben, dass du dir Videos vorproduzieren lassen kannst und diese dann im Editor einfach anpassen kannst. Ja, das vorletzte Tool, das ich dir vorstellen möchte, ist Neuroflash. Vom Namen her sehr ähnlich wie Neuron Writer, ist aber ein anderes Tool. Neuroflash ist ein KI-Textgenerator, relativ bekannt. Warum ist er relativ bekannt? Weil dieser KI-Textgenerator ist eben aus deutscher Produktion und dementsprechend wurde da natürlich auch viel Wert gelegt, dass vor allem Output in deutscher Sprache extrem gut ist. Du kannst natürlich verschiedenste Sprachen nutzen. Ich möchte da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Neuroflash, wenn du einen soliden KI-Textgenerator suchst, ist das jedenfalls ein Tool, das du dir ansehen solltest. Ich habe zu Neuroflash schon einen extrem ausführlichen Testbericht gemacht, wo ich wirklich auf alle Funktionen eingegangen bin. Es gibt mittlerweile auch eine Browser-Erweiterung. Es gibt auch ein KI-Chat-System, das integriert wurde. Also es ist wirklich ein solides Tool aus deutscher Produktion. Du kannst auch KI-Bilder mit Neuroflash erstellen. Also einige Funktionen, ein solides Tool. Schau dir das mal an. Ich verlinke dir Neuroflash unter dem Video und den Testbericht unter diesem Video. Ja, und last but not least, das letzte KI-Tool, das ich dir vorstellen möchte, ist Adobe Photoshop. Und du wirst jetzt sagen, Adobe Photoshop ist ja kein KI-Tool. Das ist ja ein Bildbearbeitungsprogramm oder besser gesagt ein Grafikprogramm, das es ja schon seit Ewigkeiten gibt.
Ja, aber Adobe hat jetzt die neue Funktion Generative Fill integriert und das Geniale ist, du kannst da, das ist jetzt irgendein Bild von mir, das ich da jetzt schnell gefunden habe, und ich könnte da jetzt eine Auswahl über meinen Kopf ziehen und kann dann hier auf Generative Fill klicken und dann könnte ich sagen Kappe, also auf Englisch Cap, und dann klicke ich auf Generieren. Und dann generiert mir, ja, dann wird halt eine KI-Bildbearbeitung durchgeführt. Das heißt, jetzt wird mir einfach, ja, ein Hut aufgesetzt oder eine Kappe aufgesetzt, und du kannst dir das Ergebnis ansehen, kannst dir das neu generieren lassen. Du hast aber, sieht cool aus, was haben wir da noch? Aha, okay, so ein Piratenhut. Also es gibt verschiedene Versionen, du kannst dir das dann auch nochmal neu generieren lassen, weitere generieren lassen. Ich könnte jetzt auch sagen Yellow Cap, dann würde mir eine gelbe Kappe generieren und so weiter. Kannst aber auch, wenn du jetzt ein Bild hast mit einem gewissen Hintergrund, kannst du das Bild erweitern und kannst dir dann einfach ja aus einem quadratischen Bild quasi wie ein Panoramabild erstellen lassen. Also gibt da viele, viele Einsatzgebiete und du kannst damit natürlich auch mit wenig Aufwand Dinge extrahieren aus Bildern, die vielleicht nicht reinpassen und so weiter. Also alles das kannst du damit machen. Sehr, sehr genial. Ja, Adobe Photoshop gibt es halt in der Adobe, im Adobe Fotografie-Abo. Also da ist jetzt eben Photoshop integriert. Und Adobe Lightroom. Ich habe dieses Adobe Fotografie-Abo, aber ich zahle kein Abo bei Photoshop, sondern was ich mache, hier steht auch schon viermal gekauft, was ich mache ist, ich kaufe mir immer einfach die Prepaid-Jahresversion. Also ich habe mir einen kostenlosen Adobe-Account erstellt und dann kannst du dir einfach auf Amazon hier die Prepaid-Jahresversion kaufen. Dann bekommst du einen Code sozusagen, den kannst du hinterlegen. Ich verlinke dir das unter dem Video. Dann brauchst du nicht deine Kreditkartendaten hinterlegen bei Adobe und dann wird das Abo auch nicht irgendwie jährlich verlängert. Und das Geniale ist, da gibt es oft auch mal so Angebote, wo das dann günstiger ist. Also da, dieses Prepaid ist generell schon günstiger als die reguläre Abo-Version. Also du bezahlst weniger, als wenn du jetzt bei Adobe mit deiner Kreditkarte ein 12-Monats-Abo abschließen würdest. Also es ist eigentlich günstiger. Oft gibt es aber Rabattaktionen, dann kostet es noch weniger und dann kannst du dir gleich zwei Codes holen und die dann doppelt einlösen. Dann hast du für 24 Monate vorausbezahlt und musst niemals deine Kreditkartendaten hinterlegen. Okay, das waren jetzt mal die KI-Tools, die ich derzeit nutze. Manche nutze ich öfter, manche weniger oft. Wie gesagt, Voila nutze ich sehr, sehr häufig, also mehrmals täglich. ChatGPT natürlich in der Plus-Version, aber auch ja, andere Tools, Lumina Neo, wie gesagt, nutze ich hobbymäßig sehr oft, nicht im Business Case. Und dann eben Neuron Writer sowieso eines meiner favorisierten Tools. Ja, das wollte ich einfach mal vorstellen. Wie gesagt, das sind eben meine besten KI-Tools, also mein persönliches Ranking, also Ranking war es gar nicht, das war jetzt nicht Platz 1 bis Platz 10 oder Platz 11, wie viele Tools ich jetzt vorgestellt habe, sondern einfach, das war einfach mal so eine Sammlung an Tools, die ich persönlich nutze. Schreib mal gern deine Meinung dazu, welche dieser Tools nutzt du selber oder hast du andere geniale Empfehlungen? Dann schreib bitte doch gerne einen Kommentar. Ansonsten ist natürlich, wie ich es erwähnt habe, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Testberichte, auch Rabattcodes, weiterführende Informationen, alles das findest du in der Videobeschreibung. Wenn ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!